Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Minecraft Yashir's Survival. Viel Spaß beim Zuschauen. Mal Schüchen bauen. Ah ne, das war... Wirklich alles, ne? Aber nicht das, was ich eigentlich bauen will. Das ist, okay. Warum nicht sofort so? Ist doch viel einfacher. Ich habe genau genug Platz dafür, für 4 Rüstungen. Klasse. Dann lass uns das sofort so machen. Aufteilen. 1, 2, 3, 4. So. Ah, genau. Schuhe nur 2 sein, das heißt so. Hier, 5, ja. So. Das wären die Schüchen. Die Hose war, glaube ich, dieser hier, ne? Ja. So, jetzt kam das Shirt. Das war genau. Hemd, alles voll, nur oben in der Mitte frei. Genau, ja, richtig. Na, I remember. Lange ist es her. Die letzten Rüstungsteile habe ich ja von Dorfbewohnern gekauft. Nicht mehr gebaut. Hey, auch nicht schlecht. Auch ein gutes Rüstungsteil, wenn man sich, drin versteckt. So. 1, 2. Dann muss ich den nur noch einfärben. Wie ging das jetzt? So. Bin ich mal gespannt. Oh, verflixt. Teil kann man gar nicht einfärben. Okay. Ist auch nicht weiter schlimm. Können wir trotzdem so nehmen, die Teile. Ist dann wie so eine Art Folterkammer. Boah, da habe ich ja gar nicht dran. Stimmt, Eisen kannst du gar nicht einfärben. Geht nicht. Oder vielleicht doch. Vielleicht hier, so in dem. Mal gucken. Halt! Haben hier geblieben. Ah, sind schon weg. Okay. Ich meine nicht. Ich glaube, Metall konntest du nicht einfärben. Dann holen wir mal zurück in unser Separi gehen und das alles dahin stellen. Was? Jetzt PvP Trollmaster. Hallöchen. Zum Gruße. Ja. Auf Tauchstation hier. Thank you.
muss gleich unbedingt noch ein bisschen craften. Ein paar Sachen muss ich gleich noch nachbauen. Stufen und so. Treppen. Holz an sich. Wollte ich vielleicht auch noch machen. So, was habe ich gesagt? Ich wollte einen Rüstungsständer hier hinbauen, ne? Was? Ja, ich meine auch. War nur Leder. Genau. Deswegen ging das auch gerade nicht, was ich davor hatte. Ja, Eisenrüstung einfärbe. Naja, ist ja nicht weiter schlimm, ne? Das passt ja auch hier hin. Wieso das eigentlich hier reinpassen würde, so vom Stil her. Kettenrüstung. Plattenrüstung. So. So, da kommt die nächste. Hey, das sorgt für Albträume. So. Doch, das passt hier rein. Bin mir nur hier nicht so ganz sicher, wie das hier so passt, weil der Raum schon so dunkel ist. Der Dark Room. Boah. Passt auch, ne? Sieht aus, als würde einer in der Ecke stehen. Schön. Ja. Das ist doch mal ein cooles Hinterzimmerchen. Jetzt die Tür noch zumachen. Oder ein Schild daneben machen. Privat. Wollen wir? Zeug über, das ist ja Wahnsinn. So, zwei Schilder, ne? Toll. Sind ja immer mehr. Aber ist okay. Brauchst sowieso noch welche. Lass uns da noch ein paar vom bauen. Jetzt ein Stück, dann machen wir doch. Machen wir. Eichenholzbretter, 14 Stücke. So viel einfach. So, Rest können wir so wieder aufsammeln und dann passt das. Mach's aber auch manchmal komplizierter, wie es sein muss, ne? Da machen wir jetzt ein Schild hin, schreiben wir dran. Oh, nö. Nö. Ja. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen, ja.
So. Wie war? Aber hier auch. Ne? Privatbereich. Ich meine, das ist ja sowieso privat, weil, ne? Welt liegt ja nicht auf dem Server. So. Machen wir hier noch so oder zusammengeschrieben. Das schreibt man zusammen, ne? So. So schreibt man das. Der Partysaal. So, dann nehmen wir den ganzen Keks hier noch mit. Gucken wir uns Lager bringen direkt. Die Bälle habe ich auch noch. So. Geil. Hätte ich nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Vor allem bin ich weit genug unter dem Feuer, dass das nicht anfängt zu brennen. Auch. Das war ja meine größte Sorge. Nein, der Raum, der eine Raum, den ich ursprünglich geplant hatte, der würde praktisch hier so in die Richtung aus dem Berg heraus gucken. Wäre genau mittig über meinem Tal, da kann ich ja keinen Mount Everest mehr bauen, ne? So, genau, von hier sieht man das besser. Der wird dann praktisch da so, ne, ungefähr hier, wird der aus der Wand rausgucken. Der vierte, der nach rechts abgehen sollte. So, einmal Tauchstation. Hab Kekse. Oh. Ich könnte ja unter mein Schloss könnte ich sowas ja noch bauen. Da ist ja noch genug Platz. Da könnte ich ja noch mal sowas bauen. Noch so ein paar Separés unter den unter das Wohnzimmer, sage ich mal. Das würde gehen. So, die kommen erstmal in Lager. Muss jetzt mal ein bisschen Material nachcraften, weil ich bediene mich hier immer fleißig und nehme mal raus. Aber hier, guck mal, nee, da habe ich nur noch von. Hier aber nicht. Da. Nicht mehr viele. Da fehlen auch schon Plätze. Das heißt, ich brauche erstmal ganz viel Fichte. So. So, jetzt bauen wir ein paar Stufen nach. Ein paar mehr. Aber machen wir noch welche.
Dinger braucht man immer mal wieder und das passt schon. Brauchen wir noch Stufen? Wir nehmen noch ein bisschen mehr Fichtenholz. Da können wir noch einmal Stufen bauen und der Rest bleibt dann als Bretter erhalten und dann passt das schon. So, das haben wir schon mal wieder vorproduziert. Spaß beim Einsortieren. Jetzt natürlich jetzt auch hier unten reinpacken können, aber habe ich nicht. So, wie sieht es denn hier eigentlich aus? Da habe ich genug von, da habe ich auch genug von. Vielleicht wäre ein Bierchen noch eine Idee. Ja. Ja, sowas von. Nicht mehr so viel Birkenholz, sehe ich gerade. Auch nicht schlecht. Birken sollte ich mal wieder fällen. Aber ich habe ja hier eigentlich mehr so Eiche rumstehen. Eiche und Birken stehen zwar bei mir auch ein paar im Vorgarten, aber das ist nicht ganz so viel meistens. Gut, ich habe natürlich jetzt auch eine Menge gebraucht, weil ja der komplette Fußboden vom Partisan, den habe ich ja als Birke gemacht, nur um nachher Teppich drüber zu bauen. Das war ja eigentlich auch ein bisschen schwachsinnig. Aber ich habe es halt getan. So. Passt. Ich bin gerade am Überlegen, Rüstungsständer, wie baut man die noch gleich? Da habe ich ja keine mehr von. Beine dafür braucht man, glaube ich, Stein. Beine dafür braucht man Stein. Ah ja. Genau. Ja. Genau. Das sagte mir mein Infotool gerade auch. So. Browser. Jetzt bauen wir erstmal ein paar Rüstungsständer. Komm. Eins, zwei. Zwei nach oben und nochmal zwei quer. Dann sehe ich doch, was ich als nächstes brauche. Neue Stück.
So, ich brauche da Holz. Zack. Ach, das war nur 16er Stapel. Okay. Na gut. Dann bauen wir jetzt erstmal wieder so 3 bis 5 Sticks. Wir laufen da hinten rein. So. Ich glaube, wir haben jetzt erstmal wieder ein bisschen gefüllt hier. Was gefüllt werden musste. Alles andere oder die meisten anderen Sachen, die sind ja zum Sammeln. Der hat jetzt erstmal genug zu sortieren. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Stream gefallen hat, lasst mir doch ein Follow da und ein Like für die YouTube-Videos und ein Abo für den Kanal. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.